Seit 2 Jahren ist die Marke Vivo auf dem deutschen Markt aktiv. Das hier ist das neue Flaggschiff, das Vivo X80 Pro. Von vorne sieht es aus wie ein ganz normales Smartphone und von hinten schon ein bisschen anders, ne? Was es mit dieser aufsehenerregenden Kamerapartie auf sich hat, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Vivo ist seit 2020 auf dem deutschen Markt aktiv. Die Marke als solche gibt es schon ein bisschen länger. Und das hier ist das neue Flaggschiff, das X80 Pro. Das kam auch in China schon raus. Im April 2022 wurde das, glaube ich, vorgestellt. Und ja, jetzt will man hier auch den europäischen Markt erobern. Und ja, das scheint mir ein ganz guter Wurf zu sein. Ich fange mal mit den Rahmendaten an. Ja, das ist ein 6,8 Zoll in der Diagonale messendes Display. WQHD Plus Auflösung, also schön hochauflösend in 3400 Pixeln mal 1440. Da kann man dann auch kleine Schrift gut erkennen. Das ist ein AMOLED-Display mit 120 Hertz. LTPO3 bedeutet, dass es auch, also dass hier dynamisch auch die Bildwiederholrate runtergeregelt werden kann. Das ist ganz gut, soll auch ein bisschen Strom sparen. Ja, wie gesagt, also wir sehen hier nur eine Frontkamera, die oben im Punch-Hole-Design drin ist. Aber wenn man das Gerät mal dreht, dann sieht man, das sieht durchaus schnieke aus, wie man hier bei uns in Berlin sagt. Das sieht sehr wertig aus, hat wirklich auch mal ein etwas anderes Design. Hier oben auch diese Kamerapartie. Ich ja, fange einfach mal hier vielleicht nochmal an den Seiten an. Hier rechts, da haben wir hier den Power-Button und hier die Lautstärke-Wippe direkt darüber in für mich einer ergonomisch guten Position. Und die sind auch sehr clicky hier, diese Buttons. Das fühlt sich sehr gut an. Es sind recht schmalstegige Buttons. Das ist natürlich dem Design geschuldet, dass sich hier an beiden Seiten so verjüngt. Aber wie gesagt, leicht zu erfüllen, ist sogar hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen spitz oder scharf. Also man erfüllt das auch, wenn man während des Telefonierens beispielsweise die Lautstärke nachregeln soll. Ja, vielleicht ein kleiner Nachteil des Designs meines Erachtens ist die Tatsache, dass wir hier halt diese Edges haben vom Display, also dass es sich am seitlichen Rand so verjüngt. Das gibt aus meiner Perspektive immer recht starke Reflexionen, je nachdem, in welcher Position man sich sozusagen zur Sonne befindet. Ich bin da kein großer Fan von, weil das natürlich auch die Geräte ein bisschen anfälliger macht, also für Sturzschäden. Aber es ist durchaus, also sieht natürlich cool aus und das ist dann einfach eine Designentscheidung, die sich Vivo hier geleistet hat. Auf der linken Seite haben wir jetzt hier nur so leichte Unterbrechungen des Rahmens für die Antennenstärke, also dass hier gute Empfangseigenschaften gegeben sind. Und auf der Oberseite, das sieht auch schon mal recht cool aus, so ein gebürsteter metallischer Rahmen ist das. Hier oben ein kleines Mikrofon. Hier ist noch eine Infrarotschnittstelle, da ist auch eine App vorinstalliert, mit der man das Gerät als Fernbedienung verwenden kann. Und hier, also ich kann es nicht lesen, ich habe sehr schlechte Augen, ich musste Severin fragen, meinen Kameramann, der hat mir dann gesagt, dass da Professional Photography draufsteht. Und wenn es draufsteht, dann muss es ja wohl stimmen. Und auf der Unterseite haben wir eine USB-Typ-C-Buchse, hier einen Dual-SIM-Slot, hier einen der beiden Lautsprecher. Der andere Lautsprecher wird quasi hier funktional gedoppelt mit der Hörermuschel. Und dann kommen wir auf die Rückseite. Und da sieht man schon, das ist eine abgesetzte Kamerapartie, hier so rechteckig, aber dann auch mit abgerundeten Rändern sozusagen. Es sieht ziemlich cool aus. Hier auch noch eine Glasfront sozusagen. Da ist natürlich das Problem, sobald man da einmal draufpackt, sieht man ja hart Fingerabdrücke. Das ist ein bisschen schade. Kann man natürlich auch auf andere Art und Weise lösen, aber Glas scheint sich halt für diesen Teil der von so einer Kamerapartie durchzusetzen. Und hier in einem rund angeordnet 3 verschiedene Kameras und hier, das ist nochmal separat das Periskop, also hier gibt es auch noch einen Periskop-Zoom. Hier nochmal kurz festgehalten, das ist auf jeden Fall eine Soft-Touch-artige Oberfläche. Hier sieht man keine Fingerabdrücke, also das haben sie ganz gut gelöst. Es wirkt auf jeden Fall insgesamt sehr robust und auch super konstruiert, dieses Telefon, muss ich sagen. Also da habe ich schon wirklich deutlich schlechtere Geräte gesehen. Auch hier unten die USB-Typ-C-Buchse scheint mir ja sehr stabil gebaut zu sein. Und das ist ja, ja nicht immer gegeben bei vielen anderen Geräten.
Zur Kamera. Also Vivo sagt hier auch ganz deutlich, dass dieses Smartphone zusammen mit Carl Zeiss entworfen wurde. Und das beschreibt ja dann auch schon mal den Fokus dieses Gerät. Haha, Fokus. Wir haben hier insgesamt also drei reguläre Linsen drin. Da ist einmal die normale Weitwinkelkamera, löst mit 50 Megapixel auf, hat eine optische Bildstabilisierung. Dann ein zweifach optisches Teleobjektiv mit 12 Megapixel, auch einem optischen Bildstabilisator. Die Ultraweitwinkellinse, die ist nicht nochmal separat optisch stabilisiert, hat einen Blickwinkel sozusagen von 114 Grad. Und dann haben wir hier nochmal separat, weil das schräg in das Gerät eingebaut werden muss, einen fünffachen optischen Zoom in Periskopform. Also die ist dann halt so, da ist die Optik so seitlich quasi im Gerät verbaut. Also rein hardware-technisch sind das alles ausnahmsweise auch mal Linsen, die alle ihren einen bestimmten Zweck erfüllen. Und das finde ich ja schon mal gut. Aber das ist noch bei weitem nicht alles. Denn die gemeinsame Konstruktion hier an diesem Handy von Vivo und Zeiss zeigt sich auch noch in anderen Aspekten. Hier ist einerseits ein separater ISP drin, also ein Bildprozessor sozusagen. Zeiss und Vivo hätten auch einfach hier auf das entsprechende Modul im Snapdragon 8 Gen 1 zurückgreifen können, aber die haben gesagt, nee, das machen wir selber und besser. Entsprechend soll es hier bessere hardwarebeschleunigte Bildbearbeitungssoftware geben. Auch bei der Software hat man gemeinsame Sachen mit Zeiss gemacht. Da hat man beispielsweise einen speziellen Zeiss-Modus hier in der Kamera-App integriert, mit dem man im Prinzip die Wahl hat. Also möchte ich hier so ein typisches Smartphone-Bild in Sachen Sättigung und Farbintensität haben. Die meisten Hersteller machen es ja tatsächlich so, dass die Farbintensität ein bisschen höher gezogen wird, sodass der Himmel etwas blauer wirkt. Das hat seine Berechtigung, das mögen auch viele Kunden viel lieber. Aber Zeiss sagt auch, wir wollen hier zusätzlich die Möglichkeit schaffen, dass man ein realistisches Farbbild abbildet in den gespeicherten Bildern. Und dann klickt man hier oben einfach auf den Zeiss-Modus und dann hat man realistischere Farben statt stärker gesättigte Farben. Das ist eine coole Sache. Zusätzlich gibt es auch noch zahlreiche Software-Goodies. Also wenn man hier beispielsweise den Porträtmodus nutzt, um das Bildnis einer anderen Person aufzunehmen, kann man die Bokeh-Effekte anpassen. Die sind dann halt auch entsprechend zahlreicher legendärer Zeiss-Linsen gestaltet. Ist natürlich alles Software, aber immerhin eine gute Sache, wenn man auf solche speziellen Effekte in Porträts steht. Dann wurde hier natürlich noch stark auf den Nachtmodus geachtet. Das ist ja auch momentan en vogue, dass gerade die höherpreisigen Handys eine bessere Nachtaufnahme ermöglichen. Ich habe zumindest in dunklen Lichtverhältnissen schon mal ein, zwei Probeaufnahmen gemacht. Die wirkten auch ganz gut, aber das muss natürlich erstmal ein längerfristiger Test erweisen, ob sich das auch dann im Alltag auf Dauer beweisen kann. Auch in Sachen Video hat man sich hier viel Mühe gegeben, die Experience ein bisschen zu verbessern gegenüber anderen Android-Geräten, die da ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, hinter dem iPhone immer noch anstinken. Was haben wir hier drin? Unter anderem so ein 360-Grad-Schwenkmodus. Dabei wird dann halt immer ein gerades und stabilisiertes Bild aufgenommen, egal wie man das Handy gerade dreht. Außerdem haben wir hier noch einen speziellen Filmmodus. Das war das falsche Menü hier, mit dem man sozusagen in 21:9 drehen kann. Und das soll dann alles ein bisschen filmischer aussehen. Haben wir gestern Abend, als das Handy vorgestellt wurde, auch ausprobiert. Und die Ergebnisse, die sind ganz in Ordnung. Ein Feature, das hier noch wirklich gelungen ist, ist meines Erachtens der Fingerabdrucksensor. Ich habe das vorhin mal eingerichtet. Zum einen ist es so, bei der Einrichtung muss man wirklich nur ganz kurz den Finger hier so draufhalten und zack ist der Fingerabdruck schon gespeichert. Und ihr seht das hier auch, der Fingerabdrucksensor, der reagiert sehr schnell. Das ist ein 3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor, also kein optischer Sensor wie in vielen anderen Geräten. Und ich habe den Eindruck, dass es hier auch deutlich besser funktioniert als zum Beispiel bei Samsung, die halt auch Ultraschallscanner verbauen, aber die halt gefühlt zumindest deutlich fehleranfälliger sind. Also es ist sehr schnell, sehr genau und mit einer sehr geringen Fehlerhäufigkeit, zumindest jetzt so nach meinem kurzen Dafürhalten, seitdem ich das Gerät ausprobiere. Kommen wir nochmal zu den Rahmendaten. Also ich habe es ja schon gesagt, ein Snapdragon 8 Gen 1 ist hier drin, 12 GB RAM, das ist auch die einzige in Deutschland verkaufte Variante mit 256 GB an internem Speicher, der nicht erweiterbar ist, aber gut, mit einem Viertel Terabyte sollte man ja eigentlich auch zurande kommen. Als Software ist hier Android 12 drauf.
ihr seht, das ist relativ naturbelassen. Also sind natürlich noch ein paar andere Apps drauf, unter anderem die App Intelligente. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, intelligente Fernbedienung heißt das. Also damit kann man dann sozusagen die Infrarotschnittstelle nutzen. Also ziemlich viele zusätzliche Apps. Ansonsten ist das aber ein ja, recht naturbelassenes Android. Die Oberfläche nennt sich Funtouch OS. Da muss ich ein bisschen lachen, aber ich finde sie besser als ihr Name. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ihr zum Beispiel hier das Color OS von OnePlus kennt oder auch die Oppo-Oberfläche, dann wisst ihr eigentlich, womit ihr es hier zu tun habt. Auch noch ganz interessant für Geräte im Oberklassebereich ist natürlich immer die Akkufrage. Hier ist ein 4700 mAh Akku drin. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass halt dieses hochauflösende Display da natürlich ordentlich am Akku zehrt. Aber immerhin kann das Gerät schnell geladen werden. Ein 80 Watt Fast Charging Netzteil ist hier im Lieferumfang bereits dabei. Soll so in knapp 40 Minuten von 0 auf 100 laden. Und kabelloses Laden wird auch unterstützt. Das finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich so einen Schnelllader zu kaufen. Der, ich glaube, allerdings proprietäre Technik besitzt, der lädt mit bis zu 50 Watt. Da kann man auch dann von 0 auf 100% in 50 Minuten laden. Also fürs schnelle Auftanken zwischendurch gibt es genug Möglichkeiten hier mit dem Vivo X80 Pro. Ja, und dann legt Vivo auch noch Kopfhörer dazu, die mit USB-C angeschlossen werden. Eine Klinkenbuchse gibt es ja nicht mehr an dem Gerät. Aber ganz ehrlich, das hätten sie sich sparen können. Die Kopfhörer klingen nämlich entsetzlich und sie wirken auch nicht sonderlich stabil. Also die sind ziemlich flimsy. Da kriegt man für 5 Euro im beliebigen Drogeriemarkt bessere Kopfhörer. Eine Display-Schutzfolie ist bereits vorappliziert. Wir haben hier auch ein Case dabei. Das ist ja so mittelweiches Plastik, fühlt sich hinten so ein bisschen an wie Leder. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, das hätten sie sich auch sparen können, denn hier ist vor allem auch an der Seite ein großer Teil ausgespart. Ich befürchte, das hilft auch nicht sonderlich viel, dieses Case, wenn das Gerät mal auf den Boden fällt. Und ja, ist auch so ein bisschen wabbelig. Also da hätten sie meines Erachtens lieber ein etwas billiger wirkendes, aber dafür das Gerät voll umfassendes Case beilegen können. Erhältlich ist das Gerät dann im Juli 2022 nur in dieser schwarzen Variante, nur in dieser einen Speicherausstattung mit 12 GB und 256 GB internem Speicher zu einem, ja, muss man sagen, durchaus üppigem UVP von 1300 Euro. Mein erster Eindruck zum Vivo X80 Pro, nachdem ich hier durchaus schon ein bisschen mit rumgespielt habe, ist erst einmal ein guter. Natürlich stellt sich aber die Frage, schafft Vivo es, als ja doch noch relativ unbekannte Marke mit so einem teuren Gerät in Deutschland den Markt zu durchdringen? Und als Folgefrage, was haben die da eigentlich markenmäßig vor? Also warum bringt man so ein Gerät nicht auch unter der Marke Oppo auf den Markt? Oder warum gibt es konkurrierende Geräte von Oppo und OnePlus? Das ist für mich ein bisschen undurchsichtig. Aber für sich als Gerät gesehen ist das ja ein wirklich interessantes, weil auch sehr elegantes Gerät. Und eines mit Wiedererkennungswert. Sollte vielleicht noch ein bisschen preiswerter werden, aber vielleicht wird es das ja auch mit der Zeit. Und naja, bin sehr gespannt, wie sich die Zeiss Optiken hier dann im Test schlagen. So viel zum Vivo X80 Pro. Hat euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen? Lasst uns gerne einen Kommentar da, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!